Herr Vorsitzender, Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich kann mich noch gut erinnern, wie wir von den starken Geburtenjahrgängen gejagt wurden in der Entscheidungsfindung im Stadtrat. Die Todzeit beträgt ja 2 Jahre, von der Geburt bis zum Einrücken in den Kindergarten. Und umgekehrt ist es natürlich etwas gemächlicher. Also wir wissen ja im Grunde schon seit 2 Jahren definitiv, dass wir auf eine Unterauslastung zugehen. Und in der Vorlage wird ja gesagt, wir haben jetzt 6.100 Plätze, die belegt werden könnten. Davon sind etwa 5.300 belegt. Das ist jetzt alles auf Hunderter gerechnet. Macht einen Abstand von 800. Davon muss man den Sicherheitsabstand abziehen, den wir wohlweislich ja mal eingezogen haben, diese 5%. Und dann lässt man nochmal wieder ein bisschen Abstand und so sind ja die 500 entstanden. Und ich denke, klar, wenn die Zahl der Kinder pro Jahrgang drastisch zurückgeht, dann muss man seine Kapazitäten anpassen, damit eben genau das nicht passiert, was Herr Volkmar beschrieben hat, dass man herumimprovisieren muss und letztendlich die individuelle Leistung zurückgestellt werden muss. Und deswegen tragen wir auch keine Eulen nach Athen. Das ist mir uns schon klar, dass das eigentlich sogar eine gesetzliche Forderung des Landes ist, diese 10 Stunden darzustellen. Aber wenn einfach die faktische Situation ist, wie sie ist, dann kommt eben die E-Mail an die Eltern und die dann heißt, bitte holen Sie Ihr Kind ab. Aufgrund der Situation, in der wir uns jetzt befinden, können wir die Öffnungszeiten nicht aufrechterhalten. Deswegen haben wir den Antrag geschrieben, weil er bezieht sich auf die Aspekte, die zu berücksichtigen sind. Wenn wir uns denn schon gesund schrumpfen, dann dürfen wir auch nicht in die Versuchung geraten, auch nach dem Motto, ja, wir haben jetzt weniger Kinder, vielleicht können wir ja mehr Leistung erbringen, dann muss das meiner Ansicht nach prioritär dafür eingesetzt werden, wenn wir solche Potenziale haben, auch in der gelebten Praxis. Und so ist ja die Formulierung. Wir sagen ja nicht, dass das so sein soll, weil es noch nicht so sein soll, sondern dass in der gelebten Praxis eben wir damit auch stärker sicherstellen, als es gerade seit Corona der Fall ist, dass wir diese Öffnungszeiten den Familien zur Verfügung stellen können, weil das ist der größte Stress, den man immer haben kann bei einer Familie, wenn es plötzlich heißt, das Kind muss abgeholt werden. Deswegen hat das für uns Priorität. Das hat uns gefehlt in den Aspekten in der Beschlussfassung und deswegen stellen wir diesen Änderungsantrag. Der zweite Änderungsantrag, der ist eigentlich inspiriert von etwas, was in einem Kapitel in jedem Jahr steht beim Kita-Bedarfsplan, nämlich bei dem Thema Bereitstellung von Integrationsplätzen. Es gibt nämlich die explizit integrativen Kitas aus historischen Gründen, weil die mal irgendwann mal gegründet wurden, die aber in dieser Form heute keine entsprechende Betriebsgenehmigung mehr kriegen würden. So sind nun mal die Vorgaben des Landes. Und dann wird da drin beschrieben, jedes Jahr, dass man ja darüber hinaus auch einen Bedarf an Integrationsplätzen hat, nämlich in den Regeleinrichtungen, und dass das sehr schwierig ist, weil man dann plötzlich aus einem Bedarf heraus eine Regeleinrichtung Integrationsplatz anbieten muss, der natürlich auch entsprechend durch qualifiziertes Personal untersetzt werden muss. Und das stellt sich dann eben viel schwieriger dar. Und daher geht es uns in diesem Teil des Ergänzungsantrages darum, zu sagen, Vorsicht, wenn wir rückbauen, wir sollten nicht das zurückbauen, was wir später nicht wieder genehmigt kriegen nach jetziger Gesetzeslage. Also Rücksicht nehmen auf die explizit integrativen Einrichtungen, damit wir nicht sozusagen fahrlässig diese Plätze ja nicht mehr haben, weil sie der Kapazitätsreduzierung zum Opfer gefallen sind und plötzlich haben wir irgendwo einen Bedarf, aber das ist ein bisschen so, wie man die Schiffe dann am Strand abbrennt. Man kann zwar hin, aber man kann nicht mehr zurück. Deswegen ist es uns sehr wichtig, dass wir an dieser Stelle darauf Rücksicht nehmen. Auch das steht nicht in den zu berücksichtigen Aspekten. Herr Haft sagt, das ist ihm eine Selbstverständlichkeit. Wir hätten es dann aber auch gerne beschlossen. Und so ist auch unser Ergänzungsantrag zu verstehen. Wir teilen das Anliegen der Stadtverwaltung. Es ist einfach vernünftig, sich mit den Kapazitäten anzupassen und möchten diese beiden Aspekte, die wir hier in unserem Ergänzungsantrag formuliert haben, auch abgesichert wissen durch einen Beschluss, durch Änderung der Beschlussvorlage. Dankeschön.